Okay, ich wollte mal ein Review geben über datingpal.net, ja. Datingpal.net, so wie PayPal. Ja, nur dass am Anfang Dating steht. Datingpal.net, genau. Und ja, wenn man die Seite aufruft, kommt hier erstmal so ein Fenster, da kann man sich eintragen hier mit seiner E-Mail und dann auf Senden klicken, dann bleibt man sozusagen auf dem Laufenden. Genau. Und wenn man sich dann eingetragen hat, dann kommt man hier auf diese Seite, ja. Und ja, es ist eine Video-Blind-Date-Speed-Dating-Seite, ja, mit Thai-Ladies. Und das findet dreimal in der Woche statt, das ist ziemlich häufig, ja. Und dabei haben die Männer 20 Minuten Zeit, um die Frau kennenzulernen und Kontaktdaten mit der Thai-Frau per Videochat auszutauschen, ja. Die Frauen verdienen dazu kein Geld, ja, sondern das soll halt so sein, dass hier wirklich die Frauen und die Männer die Möglichkeit haben, sich näher kennenzulernen, ohne dass da finanzielle Interessen für die Frau im Vordergrund stehen. Genau, und pro Tag, ja, ist der Preis beim Blind Speed Video Date für 4 Treffen, für 4 Dates online, ja, per Videochat, nur 25 €, also ich denke, das ist okay. Dafür, dass man halt 4 Frauen trifft und die jeweils 20 Minuten Zeit hat, sich mit denen zu unterhalten und dann feststellen kann, ob man ja, mehr mit ihr möchte oder eher nicht. Genau, und ja, da kann man dann hier bestellen per PayPal oder ebenso mit Bitcoin und Ethereum und weiteren Kryptowährungen hier bestellen. Genau, also ich bin der Meinung, es ist seriös.